gewinnt, der hält auf dem Spielplatz oder dem Parkplatz und fährt mit bis zu 3 km/h über den Hof oder über den Hof oder über den Parkplatz. Einfach einschalten und los geht's, Ralf. Was hast du uns hier Tolles mitgebracht? Ja, 2 Kinderfahrzeuge der Extraklasse. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin Opa und das ist ein Opa-Ding für mich. Und wenn Sie auch Opa oder Oma sind, dann verwöhnen Sie Ihre kleinen Enkel mal mit etwas, nachdem hätte ich mir und Sie sicher auch als Kind wirklich die Finger gebrochen, wenn ich eins bekommen hätte. Beginnen tun wir mit diesem Motorrad, was schon mal einen irre Sound hat. Das macht schon mal Spaß. Sie sehen aber, es steht sehr sicher. Auch jetzt alleine. Warum? Weil es hinten fast unsichtbare Stützräder hat. Aber da kann das kleine Kind so ab 2 Jahren problemlos drauf sitzen. Übrigens geht das bis 6, 7 Jahre. Und mein Enkel ist schon mittlerweile Vollprofi. Einmal einschalten, und das machen wir jetzt. Und dann hörst du schon mal einen Wahnsinns-Sound. Ja? Die Beleuchtung geht an. Boah. So, und jetzt legen wir los. Wir haben hier einen Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Und das Kind, Ihr Enkel oder Ihr Kind, Patenkind, was auch immer, kann hier ganz einfach ohne fremde Hilfe fahren. Und zwar auch mit einem Elektromotor, Vorwärts-Rückwärtsgang. Und hier schauen Sie, draufdrücken, Gas geben, das haben die Kleinen unglaublich schnell drauf. Und mit 3 km/h braucht man auch als Erwachsene keine Angst zu haben, dass da irgendwas passieren kann. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Jetzt Monika, du bist noch die Jüngste unter uns dreien. Hast du sowas als Kind gehabt? Ja, ich hatte sowas als Kind. Du hattest sowas? Das hat super Spaß gemacht, ja. Boah, jetzt sehen Sie 2 neidische Gesichter hier. Wir haben uns vorher unterhalten, wir hätten uns wirklich die Finger abgehackt. Mhm. Und Wie kam das bei dir damals an? Also bei dir persönlich? Ja, ich habe mir das mit meinem Bruder immer teilen müssen. Ab und zu durfte ich dann auch mal fahren, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin auch deshalb immer lieber rausgegangen mit meiner Mama. Das war so ein Ansporn für mich. Oh ja, also ich muss Ihnen da ein paar Geschichten erzählen, weil das für mich Wahnsinn ist. Ich bin so ein ungeduldiger Opa. Dieses Motorrad hat mein Enkel mit 1,5 Jahren geschenkt bekommen und ist dann auch gleich mal draufgesessen. Aber er ist mit den Füßen noch nicht aufs Gaspedal gekommen, sitzen konnte. Dann ist seine große Schwester mit ihm draufgesessen, dann sind sie erstmal gefahren. Ja. Und pünktlich zu seinem 2. Geburtstag hat er es dann selber hinbekommen und seitdem fährt er. Und die, alle Kinder, die zu meiner Tochter zu Besuch kommen, deren erster Weg ist erstmal zum Motorrad. Die wissen alle, da steht irgendwo im Flur und dann wird mal durch den Hausgang gejagt. Ja, gejagt ist übertrieben. So muss das. Ja? Aber es macht unglaublich viel Spaß. Und wir haben auch heute noch einen TV-Sonderpreis für Sie ausgepackt. Da können Kinderträume wahr werden. Dieses Leuchten der Kinderaugen, Sie werden das selber wissen, wenn Sie Opa oder Oma sind. Das ist unser Lohn. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, das wäre mir auch 189,99 € wert gewesen, nur diese Reaktion. Und er fährt es immer noch. Das ist also auch kein Spielzeug, was dann einmal benutzt wird und dann liegt es in der Ecke. Nein, das wird gefahren, schon allein wegen des coolen Sounds. Und das Ganze ist Elektro, also aufgeladen, elektrisch, Ladegerät ist mit dabei. Und allein dieser Sound und dieses Gefühl ist der Wahnsinn hier. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da alles richtig gemacht. Man weiß ja als nie, liegt man mit Geschenken bei Kindern richtig. Ja. Und ich habe es auch vorher nicht mit meiner Tochter abgesprochen, was ich sonst immer mache. Aber das war eine Überraschung. Ich habe ihr angedroht, muss ich auch noch kurz die Geschichte erzählen. Ich habe meiner Tochter angedroht, dass ich meinem Enkel zu Weihnachten ein Schlagzeug kaufe. Ja? Und dann habe ich, als Bescherung war, bin ich raus ans Auto. Ich habe gesagt, Moment, ich muss noch das Schlagzeug holen. Und dann habe ich das Motorrad geholt. Und dann war meine Tochter war richtig erleichtert, dass es kein Schlagzeug war. Ja, und es ist ein Heiligtum von meinem Enkel. Und was auch schön ist, wenn er jetzt mal rausgewachsen ist, dann wird das in die nächste Generation weiter vererbt. Ja, also das ist ein Spielzeug, woran man ganz viel Spaß hat. Und ich habe vom TV-Sonderpreis gesprochen. Wir schauen mal kurz auf pearl.de, auf den regulären Preis. Ja, ganz genau. Und wir sagen, das ist ein absoluter Hit. Denn dieses Motorrad bringt Ihr Kind wirklich zum Star des Tages. Ne? Also da sage ich mal, wenn Sie Ihrem Kind dieses kleine Motorrad erschaffen, dann sage ich mal, da ist der Geburtstag gerettet. Und Sie bestellen tatsächlich mit der NX9730 und der 569 am Ende. Und ich glaube, Kinderaugen, die leuchten, es gibt tatsächlich gar nichts Schöneres. Ja, das ist unbezahlbar. Sie haben gerade gesehen, was Sie sparen, weil wir müssen natürlich auch über das Geld reden. 120 € auf pearl.de und das ist schon ein günstiger Preis. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, das ist Mercedes lizenziert. Es ist ein AMG
45 Cabrio. Für mich der absolute Wahnsinn. Ein Hingucker schon. Ohne Funktion wäre das der Wahnsinn. Ja? Aber wir haben hier wieder ein Elektromobil, was ganz nah an wirklich dem Original dran ist. Hier mit einem Elektromotor auch. Ja, bis zu 7 km/h schnell. Und wir können hier auch, und das kannst du gerne mal machen, Die Türen richtig öffnen, das ist ja gewaltig. Da ist eine Verriegelung. Ja. Wir haben hier auch bewegliche Außenspiegel, die kann man sich genau einstellen, kann sogar durchschauen. Wir müssen sich vorstellen, hier sitzt ja auch das Kind drin. Mhm. Und dann schalten wir es ein, dann kommt auch ein schöner Sound. Wir haben sogar einen MP3-Player. Wir haben die komplette Beleuchtung, die man hier zuschalten kann. Armaturenbrettbeleuchtung, vorne Beleuchtung, hinten Beleuchtung, alles dabei. 5-Punkt-Gurt. Ja? Und hier wirklich ein absolutes Highlight. Ja. Nochmal, Mercedes lizenziert. Der Preis, der hier vorgeschlagen wird, die unverbindliche Preisempfehlung, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, 349 Euro. Und ich denke, wenn man mal zu einem Mercedes-Händler geht, da stehen oftmals auch so Elektromobile, ist das ein Preis, den man da schon gesehen hat und gewohnt ist. Ja? Aber hier wirklich perfekt für die Wohnung mit Vorwärts- und Rückwärtsgang, aber auch mal für den Sonntagsspaziergang. Und da haben wir noch eine kleine Sicherheitsoption. Die möchte ich Ihnen zeigen. Das ist eine Fernbedienung. Und wenn jetzt Mama, Papa, Oma, Opa mit den Kleinen spazieren geht, dann hat er immer, also die Begleitperson, diese Fernbedienung, so rum ist richtig rum, glaube ich, diese Fernbedienung dabei, weil man dann immer eingreifen kann ins Fahrgeschehen. Man kann stoppen, man kann vorwärts, man kann rückwärts lenken oder links, rechts lenken, ja, kann man alles machen. Und die Fernbedienung geht immer vor der Steuerung im Auto. Das heißt, bevor es mal Richtung Randstein geht, drückt der Papa die Stopp oder lenkt mal kurz nach links. Oder wenn der Kleine überhaupt keine Lust mehr hat oder die Kleine, ich muss das jetzt mal gestehen, geschlechtsneutral sagen, weil das ist auch für Mädels ein absolutes Highlight, keine Lust hat, aufs Gaspedal zu treten, können Sie nebenher laufen, 7 km/h Spitzengeschwindigkeit, die kann man auch noch ein bisschen drosseln, aber da kommt man bequem dazu. Aber ich finde diese Detailgetreue wirklich toll. 5-Punkt-Gurt hier. Und das schaut schon fast dann aus wie so ein kleiner AMG, ne? Also das ist wirklich super schick. Und ich hätte mir gewünscht, das in meiner Kindheit gehabt zu haben. Ich hatte das Vergnügen tatsächlich leider nicht gehabt. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht so. Schaut mal. Super. Also wenn ich jetzt einen kleinen Sohn oder eine kleine Tochter hätte und würde mir vorstellen, den würde ich da so reinsetzen. Also da ist auf jeden Fall der Tag gerettet, der Geburtstag. Und ich glaube, da ist das Kind einfach dauerhaft glücklich. Denn mit so einem Auto, das fahre ich ja heute nicht mal. Und jetzt will ich sagen, nicht nur die Kinder sind glücklich. Es gibt so Geschenke, die schenkt man den Kindern, dann ist man glücklich und die Erwachsenen sind ein bisschen genervt. Hier ist das anders. Die Kinder sind stolz, wie Henry sagt man so schön, und die Eltern oder die Großeltern sind genauso stolz und strahlend. Das ist mein Kind, mein Enkel oder natürlich das. Und Sie bekommen es wieder zum absoluten Hammerpreis heute. Ich habe gerade gesagt, weit über 300 Euro die unverbindliche Preisempfehlung. Jetzt schauen wir uns den Preis mal an auf pearl.de. Da ist es schon super günstig mit knapp 240 Euro. Aber Sie sparen hier nochmal 50 Euro als TV-Sonderpreis. Und nochmal, was ist Geld im Vergleich zu leuchtenden Kinderaugen? Und ich glaube, auch Kinder haben es in den letzten Monaten recht schwer gehabt. Viele waren lange zu Hause, mehr oder weniger eingesperrt. Sie kennen natürlich die Problematik, müssen wir hier nicht ausführen. Aber sag ich jetzt mal, wirklich, jetzt können wir wieder raus, jetzt ist auch das Frühjahr da, wir darf mal mit den Kindern raus und jetzt nicht wandern gehen, da sind Kinder meistens nicht so ganz begeistert, sondern spazieren gehen, während der oder die kleine Mercedes AMG fährt. Und wir dürfen das hier sagen, weil dieses Auto, dieses Elektroauto hat eine offizielle Lizenz von Mercedes. Also dieser Nachbau ist lizenziert. AMG 45. Ach, ein Träumchen. Ja? Und wenn Sie Kinderaugen zum Leuchten und Strahlen bringen möchten, dann glauben Sie mir, mit diesem Mercedes-Benz ist das definitiv getan. Und Sie bestellen mit der NX 6249 und der 569 am Ende. Und glauben Sie mir, ob es zu Ostern ist oder einfach so als Zwischendurch-Überraschung. Sie machen alles richtig und Ihre Kinder werden sehr glücklich sein. Ja. Das ist sicher. Ran ans Telefon. Viel Spaß damit.